Heute für euch 5 der düstersten Harry Potter Theorien, die dich garantiert schockieren werden. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir 5 der düstersten Harry Potter Theorien besprechen, die existieren. Bevor wir aber loslegen, schreib doch gerne deine Lieblings-Harry Potter Theorie in die Kommentare. Ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt mit der ersten düsteren Theorie beginnen. Fangen wir direkt an. Beginnen wir direkt mit der ersten Theorie, und diese sagt folgendes: Todesser sind in Wirklichkeit Kannibalen. Als Anhänger des Dunklen Lords bildeten die Todesser eine Organisation von Reinblütern, die fest an ihr Recht glaubten, über Muggel zu herrschen und Halbblüter sowie muggelstämmige Hexen und Zauberer auszulöschen. Am Ende der Harry Potter-Reihe ist es kein Geheimnis mehr, dass Lord Voldemort neben seinen suprematistischen und diktatorischen Ansichten vor allem das Ziel verfolgte, Unsterblichkeit zu erlangen. Und so glaubten viele Leute in der Welt der Zauberer, dass die Anhänger von Lord Voldemort ihren Namen erhielten, weil sie glaubten, dass der dunkle Lord den Tod besiegen wollte. Oder um es ein wenig klarer auszudrücken, den Tod verschlingen wollte. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die ganze Geschichte ist. Ich glaube sogar, dass die folgende Theorie den Namen der Anhänger von Lord Voldemort auf eine Weise erklärt, die mit dem übereinstimmt, was wir über den dunklen Lord und diese Theorie und seine Armee von bösen Hexen und Zauberern wissen. Und zwar, dass sie Kannibalen waren. Man stelle sich einfach vor, dass um ein Todesser zu werden, eine Hexe oder ein Zauberer einen anderen Menschen essen musste, um sich offiziell in Voldemorts Armee einzuschreiben. Und das war's auch schon mit diesem Video. Nein, Spaß, kommen wir zur nächsten Theorie. Und in dieser Theorie geht es um das Leben nach dem Tod. Harry stirbt tatsächlich durch den Tötungsfluch Avada Kedavra. Am Ende von Die Heiligtümer des Todes entscheidet sich Harry Potter mutig, den Tod durch Voldemorts Hand zu akzeptieren, um seinen Verbündeten, seinen Freunden und seinen Angehörigen eine Chance zu geben, den dunklen Lord zu besiegen. Nach einem kurzen Aufenthalt in einer Art Vorhölle, in der er am King's Cross Bahnhof herumläuft, beschließt Harry, in die Welt der Lebenden zurückzukehren, da der Todesfluch nur einen Teil von Voldemorts Seele zerstört hat, der sich in Harry befand. Aber was genau geschieht danach? Harry trifft in King's Cross auf den verstorbenen Dumbledore. Ist dies eine Fortsetzung seiner Version des Lebens nach dem Tod? Stell dir mal vor, er wäre nie wieder ins Leben zurückgekehrt und in Wirklichkeit gestorben. Was würde geschehen? Was nach seinem kurzen Gespräch in der Vorhölle passiert, entspricht genau seinen Hoffnungen in der realen Welt. Eine endgültige Niederlage von Lord Voldemort, die Erfüllung seines Schicksals als der Held, der er immer sein sollte, die Schaffung von Frieden und schließlich die Heirat mit Ginny sowie die Namensgebung seiner Kinder nach geliebten Menschen. Aber was ist mit dem Rest der Schlacht von Hogwarts? Ich glaube, dass dies möglicherweise die Prüfung gewesen sein könnte, die ihm auferlegt wurde, um ins Jenseits zu gelangen und zu zeigen, dass er des Friedens würdig ist. Selbst wenn Harry in der Vorhölle die Erfüllung seiner Träume erlebt, stellt sich die Frage, ob es für ihn wirklich der richtige Weg ist. Könnte es sein, dass er nach seinem Tod und dem Aufenthalt in dieser Zwischenwelt eine Art inneren Konflikt durchlebt? Vielleicht ist der Weg in der Welt der Lebenden und die Fortsetzung seines Kampfes gegen Voldemort für Harry Potter notwendig, um sich selbst und seine Bestimmung vollständig zu akzeptieren. Kommen wir zur Theorie Nummer 3. Der Kuss der Dementoren kann Menschen in Dementoren verwandeln. Die schaurigen magischen Wesen, die in der Zaubererwelt als Dementoren bekannt sind, gehören zu den dunkelsten Kreaturen, die in der Harry Potter-Reihe eingeführt werden. Nach unserem Wissen ernähren sie sich von den Seelen der Menschen und Zauberer gleichermaßen und gewinnen Energie, indem sie den Menschen in ihrer Umgebung alle Glücksgefühle nehmen. Dementoren sind auch die Wächter des Zauberergefängnisses Azkaban und führen in Extremfällen eine unumkehrbare Handlung an Hexen und Zauberern durch, die für ihre unaussprechlichen Verbrechen verurteilt wurden. Ein Akt, der als Kuss des Dementors bekannt ist. Die Wirkung des Kusses führt dazu, dass die betroffene Person oder das Opfer zu einer Art Schale eines Menschen wird. Der Dementor, der den Kuss ausgeführt hat, hat die Seele ausgesaugt, sodass der Körper ohne wirkliche Empfindung funktioniert. Stell dir jedoch vor, der Kuss würde mehr als nur die Seele entfernen. Was wäre, wenn der Kuss des Dementors nur die Anfangsphase der Verwandlung eines Menschen in einen Dementor selbst ist? Diese Theorie basiert auf der Idee, dass die dunkle Magie des Dementors über den Punkt hinausgeht, an dem sie die Luft kühlt und alle Wärme und Freude aus ihrer Umgebung saugt. Stattdessen geht es so weit, dass sie ihre dunkle Magie auch in einem seelenlosen menschlichen Gefäß züchten kann und es mit ihren Nebeln der Verzweiflung füllen kann. Hinzu kommt, dass sich Dementoren nicht fortpflanzen, zumindest nicht auf die Weise wie Menschen.
Dies wirft die Frage auf, wie weitere Dementoren entstehen. Die einzige Erklärung, die derzeit vorliegt, ist recht vage. Sie wachsen wie Pilze, wo Verfall und Nebel der Verzweiflung herrschen. Allerdings, wenn der Kuss Menschen in Dementoren verwandeln könnte, würde dies eine weitaus plausiblere Antwort auf diese Frage liefern. Diese Theorie wird in Der Gefangene von Azkaban angeschnitten, als Professor Lupin Harry Potter Folgendes erklärt. Die Dementoren gehören zu den schrecklichsten Kreaturen, die auf dieser Erde wandeln. Sie bevölkern die dunkelsten und schmutzigsten Orte, nähern sich von Verfall und Verzweiflung, saugen Frieden, Hoffnung und Glück aus der umgebenden Luft. Selbst Muggel spüren ihre Anwesenheit, auch wenn sie sie nicht sehen können. Nähert man sich einem Dementor, so werden einem sämtliche positive Gefühle und glückliche Erinnerungen förmlich ausgesogen. Wenn ein Dementor lange genug von dir zehren kann, verwandelt er dich in etwas Ähnliches wie sich selbst, seelenlos und böse. Dir bleiben nur noch die schrecklichsten Erfahrungen deines Lebens. Diese Theorie könnte auch erklären, wie die Dementoren ursprünglich erschaffen wurden. Denn alles, was wir wissen, ist, dass sie aus der Dunkelheit des Herrenhauses stammen, das im Jahr 1400 das Anwesen eines äußerst bösartigen Zauberers namens Ecristus war. Ein Anwesen, das schließlich zu Azkaban, dem berüchtigten Zauberergefängnis, wurde. Viele Leute spekulierten darüber, dass Ecristus dunkle magische Experimente und Folterungen zur Entstehung der Dementoren beigetragen haben könnten. Es ist daher durchaus denkbar, dass sich die dunkle Magie von Ecristus zunächst in Hexen und Zauberern manifestierte, die seinen grausamen Experimenten und Folterungen ausgesetzt waren. Das Ergebnis war, dass die Opfer ihre Seelen verloren und bis zur Unerkenntlichkeit verändert wurden. Es könnte dann vergleichsweise einfach für die Dementoren gewesen sein, in Azkaban weitere Dementoren zu erschaffen, ohne von der Zaubererwelt bemerkt zu werden. Sie hätten die Seelen der im Gefängnis Verstorbenen einfach befreit und wären nicht gezwungen gewesen, die Toten zu begraben. Kommen wir nun zur Theorie Nummer 4. Voldemort wollte Harry nicht nur töten, sondern vollständig zerstören. Diejenigen unter euch, die den Feuerkelch gelesen oder gesehen haben, wissen, dass Lord Voldemort während der gesamten Handlung dieses Buches die Absicht hatte, Harry am Ende der dritten Aufgabe des Trimagischen Turniers zu fangen, sein Blut zu verwenden, um seine eigene Gestalt wieder zu erlangen und ihn dann zu töten. Aber was wäre, wenn sein Plan noch düsterer und unheilvoller wäre als das alles? Ist es möglich, dass der dunkle Lord Harry in jeder Hinsicht vollständig vernichten wollte? Diese Theorie legt nahe, dass Voldemorts Plan darüber hinausging, Harry einfach nur zu töten und ihm den Tod zu überlassen. Denn nach seiner Auferstehung hätte der dunkle Lord leicht Harry zerstückeln und einen Teil seines Körpers für die Herstellung eines Vielsafttrankes verwenden können. Nachdem er den Trank benutzt hätte, um Harrys Aussehen anzunehmen, könnte man sich schon vorstellen, dass er nach Hogwarts zurückgekehrt wäre und im Schloss Chaos angerichtet hätte, um den Ruf von dem Jungen, der überlebte, zu zerstören. Verkleidet als Harry könnte Voldemort andere Schüler und Lehrer ermordet, unbezahlbare und mächtige magische Artefakte gestohlen und seinen Horcrux, der sich dort befand, geholt haben. Anschließend wäre er geflohen und hätte Tod und Zerstörung hinterlassen, für welches Harry die Verantwortung trug. Kommen wir zur Theorie Nummer 5, die Etymologie von Avada Kedavra. Unter den drei unverzeihlichen Flüchen ist der tödliche Fluch zweifellos der finsterste von allen. Seine Wirkung besteht darin, das Leben eines jeden Lebewesens auszulöschen, das mit ihm in Berührung kommt. Die Beschwörungsformel für diesen Fluch, der ein grünes Licht erzeugt, lautet Avada Kedavra. Diese Worte stammen aus dem Aramäischen, einer Sprache, die eng mit dem Hebräischen und Syrischen verwandt ist, und werden auf Englisch als Let the thing be destroyed übersetzt. Es fällt natürlich auf, wie ähnlich die Beschwörungsformel des Todesfluches zu dem gebräuchlichen Zauberspruch Abracadabra ist. Und dies führt uns zur Theorie, dass die Ähnlichkeiten zwischen Avada Kedavra und Abracadabra keineswegs zufällig sind, sondern auf einen langhaltenden Konflikt zwischen der Welt der Zauberer und der Muggel hinweisen könnten. Wir wissen mit Sicherheit, dass der Tötungsfluch seit mindestens 1717 existiert, als Avada Kedavra als unverzeihlicher Fluch eingestuft und für illegal erklärt wurde. Man kann sich also vorstellen, dass vor der Einführung dieses Gesetzes viele Hexen und Zauberer in den Gebieten, in denen Aramäisch gesprochen wurde, diesen Fluch möglicherweise gegen Muggel einsetzten. Dies taten sie entweder, um sich selbst, ihre Familien und Gemeinschaften zu schützen, oder weil sie sich als überlegen ansahen. Während des gesamten Mittelalters könnte es somit dazu gekommen sein, dass einige Muggel Zeugen wurden, wie dieser Fluch angewandt wurde. Geschichten von Menschen mit magischen Kräften, die Avada Kedavra sagten, könnten sich im Laufe der Zeit zu Abracadabra entwickelt haben. Außerdem ist dies die einzige bekannte Beschwörungsformel aus der Zaubererwelt, die die Jahrhunderte überdauert und in die Muggelkultur eingedrungen ist. Es ist durchaus
denkbar, dass die vorherrschende Interaktion zwischen der Zaubererwelt und der Welt der Muggel in der Tat ziemlich gewalttätig war. Und das war's mit diesem Video. Wie fandet ihr es? Was sind eure dunkelsten Harry Potter Theorien, die ihr auf Lager habt? Bitte teilt mir eure Gedanken gerne unten in den Kommentaren mit. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.